April, das Arschloch unter den Monaten. April, Scherze, schlechtes Wetter und Hitlers Geburtstag. Dieser Regen, schlimmer als Hitler. Alles Gründe, sich auf die Couch zurückzuziehen. Aber was gibt's im April Neues im Kino, Internet und Fernsehen? Und vor allem, was ist wirklich gut? Und was ist eine Freezo-Wave? Alright, then we want to freeze the ice cream in the Freezo-Wave, so that it's hard enough to roll it. Unsere Guck-Empfehlungen für den April jetzt. Ich würde auch sehr gerne gucken, aber ich habe keine Augen. Italien, das Land, das die Fußball-WM in Russland nicht boykottieren muss. Und das Land, wo in Samstagabendshows Roboter auftauchen, zum Dance-Duell auffordern und der Gentleman der Frau noch die spröden Kleider vom Leib reißt. Würde sich in Deutschland bei Barbara Schöneberger niemand trauen. Diese Bilder in meinem Kopf. 1992 gab es in Italien einen großen Korruptionsfall, der die alte Parteienherrschaft zum Einsturz brachte und der gleichzeitig der Startschuss für Silvio Berlusconis politischen Aufstieg war. Vor 3 Jahren kam dazu eine von Sky Italia produzierte Serie heraus. Wir reden hier über Dutzende Auftragsvergaben und über die wichtigsten Meilen der Körperschaften öffentlichen Rechts. Willkommen in der Schmiergeldstadt. Im April lohnt sich jetzt ein Blick über den Serientellerrand, denn am 12. startet die zweite Staffel mit dem Titel 1993. Sai cosa succede adesso? Adesso è tutti contro tutti. Ja, das ist Silvio Berlusconi. Und das verrät uns etwas über die Handlung von 1993. Denn Berlusconi sieht man in der ersten Staffel noch hauptsächlich in echten TV-Auftritten. Jetzt hat man einen echten Darsteller gecastet, was den Fokus wahrscheinlich noch mehr auf die Karriere von Silvio Berlusconi legen wird. Wer auf Zeitporträts wie Mad Men steht, sollte 1993 definitiv eine Chance geben. Denn Stefano Accorsi überzeugt als quasi Don Draper. Und heute stecken wir in der Krise, das stimmt. Und hier bei Publitalia geht das Werbegeschäft stark zurück. Aber die 80er sind ein Geisteszustand. Sie können durchaus wiederkommen und für immer andauern, das liegt bei Ihnen. Auch die Aufnahmen der italienischen Kulissen sind eine schöne Abwechslung zu den durchgenudelten US-Schauplätzen. 1993 ist eine Serie, die ein bisschen weniger Gomorra, dafür ein bisschen mehr House of Cards ist. Und natürlich für den Fan von Bunga Bunga Partys. Eine italienische Serie, die mal nicht die Mafia im Fokus hat, gibt's ja auch nicht oft. Und Berlusconi ist ja sowieso wieder voll in. Die Frage ist ja nur, in wem? Und ist sie volljährig? Und das war ja der leicht versaute Witz mit politischem Hintergrund. 1993 ab 12. April auf dem Sony Channel, abrufbar zum Beispiel über Amazon. Ich kann aber kein Italienerisch und auf Untertitel habe ich keinen Bock. Kein Problem. Dafür gibt es Steven Spielberg, der vielleicht größte Berg der Hollywood Hills und billiges amerikanisches Imitat des Mexikaners Steven Spielbergo. Er hat jetzt den Bestseller-Roman Ready Player One von Ernest Cline verfilmt. Die Filmadaption spielt wie das Buch 2045. Der Plot ist relativ simpel. Wenn ihr das seht, bin ich tot. Ich habe ein Objekt entwickelt und versteckt, ein Easter Egg. Wer das Ei als erster findet, der erbt eine halbe Billion Dollar. Und schon beginnt die Jagd durch die virtuelle Realität. Buch und Film sind voll mit Anspielungen auf die 80er Jahre. Ja, und genau das trifft ins Nostalgieherz, das sich schon über Ghostbuster-Kostüme in Stranger Things freut. Steven Spielberg als Regisseur zu nehmen, war nicht ohne Hintergedanken. Immerhin hält er ja auch die Rechte an vielen zitierten Filmen. Doch dann die Überraschung. Er will gar nicht so selbstreferenziell sein. So many of the iconic moments that were chosen by Ernie happened in the era of the 80s that I was very much involved in. I had to leave a lot of myself out. Der Fokus wird deshalb auch auf aktuellere Themen gelegt, wohl um ein jüngeres Publikum anzusprechen. Hier zum Beispiel ist der Overwatch-Charakter Tracer zu sehen. Overwatch erschien allerdings erst 5 Jahre nach dem Buch. Es gibt noch etliche weitere solche Fälle und die 2 Trailer wurden ausgiebiger analysiert als die Bundesliga-Sonntagsspiele. Kritiker sind zwiegespalten, aber das kann ja umso mehr ein Grund sein, sich ab dem 5. April selbst ein Bild zu machen. Wo die Tür gehen? Spinnst du? Was läuft in der Glotze? Gibt's da Appetiten? Nein, aber mit Bier. Olli Dittrich schlüpft in seine Paraderolle als arbeitsloser Alkoholiker schon seit 14 Jahren und bekam 2005 dafür sogar einen Grimme-Preis. Grimme-Preis fürs Saufen? Ich mach das doch auch, aber alle nennen mich nur Assi. Das Setting hat sich bis heute nicht verändert. Ditsche kommt in Ingos Imbiss und philosophiert über das, was er in der Zeitung gelesen hat. Alles spontan, improvisiert und live. Nein, das steht überhaupt nicht in der Zeitung. Da stand in der Zeitung drin, dass das in 50 Gramm wiegt. Nein. Doch. Nein. Doch, 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 doch. Es stand in der Zeitung drinne. Nein, Ditsche, du hast das falsch verstanden. Es ist nicht, das Internet selber wiegt gar nichts. Haben Sie aber gesagt. Ditsche beweist ab dem 8. April beim WDR, dass gutes Fernsehen so simpel sein kann, wenn nur der Inhalt stimmt.
Stitche ist übrigens genau das Richtige für dich, wenn du Stromberg magst, dir Heinz Strunk zu sehr alky ist oder du gerne mit Bademantel rausgehst. Aber Philipp, was ist mit uns Hipstern? Weißt du nicht, dass wir keine Fernseher mehr benutzen? Schon seit 2016 nicht mehr. Gutes Online-Angebot ist schwer zu finden, vor allem auf YouTube. Denn YouTube ist wie das Universum. Unendlich groß, aber es ist schwer, irgendwo intelligente Lebensformen auszumachen. Haben wir am eigenen Leib erfahren. Sucht mal den geilen YouTube-Channel. Ich muss ganz dringend irgendwo Staubsauger rufen. Aber wir sind irgendwann doch auf etwas gestoßen. Ashwin Ramdas YouTube-Kanal ist eine kleine Perle im großen Haufen. Haha, what's Gucci, my new cheese? Welcome to Ashwin Sip Foods. Now, a couple days ago, I asked my Snapchat followers for suggestions of what to swoop up next, and I got a lot of responses, and they were all really bad. So instead, I'm gonna show you how to make a rock'n'rolled ice cream. Auf seinem Channel erscheinen pro Monat zwei Videos. Eines aus seiner Kochshow-Parodiereihe und eines, was mehr so ein komödiantischer Trip in die Natur ist. From the coldest corners in Alaska to the hottest deserts in Texas, I'll bring you along on my journey through this planet we call Earth. Because this is Ashwin enjoys nature. Das ist jetzt alles sehr do-it-yourself und simpel gemacht, aber genau das erinnert uns wohlig an das alte YouTube. Denn trotz der hobbyartigen Machart steckt viel Köpfchen und Liebe zum Detail und kleine Gags drin. Well, India is a country full of surprises, and its wildlife is no exception. So let's get out there and start exploring the only country left on Earth. Wie er selbst sagt, macht er diese Videos, weil er umgezogen ist und in der neuen Stadt zu viel Zeit und zu wenig Freunde hat. Ashwin Ramda ist ideal für dich, wenn du Family Guy magst, bei 301 Plus Mitglied bist oder für dich die Anfänge von John Lajoie das Beste sind, was YouTube je hervorgebracht hat. Welcome to another edition of Pointless Profanity. My name is Go Fuck Yourself and on today's show we'll be discussing shitting, pissing and fucking. We'll also be taking a close look at cocks, cunts and assholes later on in the show. Wenn du nicht drückst den Abo-Knopf, ich halte dir die Waffe an den Kopf. Die Glocke macht dir ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst. Abonniere!